So, da oben war ich heute noch. Und wenn du denkst, du bist von dem Berg runter, dann musst du noch durch dieses Eislabyrinth. Alles sieht gleich aus. Irgendwie hat keiner hier so richtig einen Plan. Am Prinzip stecken ein paar Fähnchen oder sind ein paar Steinmänner. Dann sind noch so ganz gemeine Hindernisse eingebaut. Die sehen nämlich so aus. Da muss man drüber. Irgendwie. Jetzt in die Hand. Und zack, jups! Ungemütlich da reinzufallen. Ja, und jetzt geht's hier irgendwie drüben weiter. So, dann geht's hier ins nächste kleine enge Labyrinth. Da ist schon gerade nichts runterfallen. Überall rauscht's. Mittags werden die Bäche kaum überwindbar, so viel Wasser führen die da. Irgendwas Gutes, wenn du einmal hier hinten bist, kannst du dich nicht mehr verlaufen. Hihi. So, zwei Hände werden jetzt schön. Fähnchen. Und dort hinten hoch. So, das letzte große Hindernis ist dieser scheiß Fluss. Der ist morgens gerade noch so zu begehen, jetzt überhaupt nicht mehr. Das ist was eingestürzt, da habe ich mich jetzt drüber gepickelt. Leichte Blessuren, aber was soll's. Drüben bin ich, heilfroh bin ich. Hier unten kommt er wieder raus. Alles ein bisschen wild, hier bin ich drüber, ging alles gut.